Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 14, Spannungsfeld energetische Sanierung von städtischen Gebäuden und Denkmalschutz, Anfrage Bündnis 90 Die Grünen, Ortschaftsratfraktion vom 11.02.2021. Da darf ich mitteilen, dass sich auch eine kleine Unterarbeitsgruppe des Ortschaftsrates gebildet hat zum Thema, was machen wir mit unseren Gesamtanlagensatzungen, Gestaltungssatzungen, die nach der Sommerpause diesem Gremium auch Vorschläge machen will. Gut, Tagesordnungspunkt 15, ach Entschuldigung, Herr Ruf, ja. Genau, das kam ja dann immer als Antrag raus, aber ich glaube, damals, als ich das geschrieben habe, war es noch eine Anfrage, deswegen beschränke ich mich auch nur auf Nachfragen. Nachfrage zum Punkt A1, da ging es darum, wie wird sichergestellt, dass die Zielsetzungen aus dem Klimaschutzkonzept dennoch erreicht werden. Die wurde leider nicht beantwortet, deswegen möchte ich sie nochmal stellen, also wie werden die Zielsetzungen erreicht. C1, da hatte ich die Bitte formuliert, einen Vortrag dem Gremium zur Verfügung zu stellen, entweder als mündlicher Vortrag oder als schriftlicher Vortrag, schriftlicher Bericht, als Zusammenfassung von diesem Pilotprojekt, DACH hieß es, glaube ich, genau, DACH-Projekt, energieeffiziente Stadt. Da wurde ja gesagt, der Abschlussbericht ist noch nicht fertig, da warten wir gerne drauf. Die Frage C2, also welche Akteure in der Stadtverwaltung arbeiten an dieser Position und wer vertritt die Stadt beim Deutschen Städtetag und welche Position wird dort vertreten, die wurde leider auch nicht beantwortet. Da würde ich um Beantwortung bitten. Bei C3 wird verwiesen auf dieses Arbeitsblatt 37, das 2019 novelliert worden sein soll. Ich habe da keinen Zugriff drauf. Ich kenne nur die Version von 2010, die auch angesprochen wird. Sie ist nicht über die Webseite von der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger verfügbar. Ich würde mich total freuen, wenn man das dem Gremium zur Verfügung stellen könnte, dieses Arbeitsblatt. Und auch die Frage wurde nicht beantwortet. Also wie geht man mit fehlendem Input durch die VDL und das LAT um? Und dann gab es noch C4, da nur als Kommentar, der sei mir erlaubt an der Stelle. Das ist eine Einladung, denke ich, zu einer Satzungsänderung. Das hat mich sehr gefreut. Danke. Der Kommentar sei Ihnen erlaubt. Gut, vielen Dank. Die Fragen, die nicht beantwortet sind, werden wir erneut stellen.